Kunst in den Stadtwerken Kapfenberg. Martin Kremsner ist in der heimischen Kunstszene lange kein Unbekannter mehr. Bereits unzählige seiner Skulpturen schmücken den öffentlichen Raum. Nun darf Kremsner seine Kunst auch in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Kapfenberg ausstellen. Am Donnerstag wurde die Ausstellung mit der Vernissage feierlich eröffnet. Ja, das sind Werke der letzten 5 Jahre, wobei die Hälfte davon aktuell produziert wurde, aus dem Jahr 23. Ein großes Spektrum von konkret bis abstrakt. Die verschiedenen Kunstwerke sind in insgesamt 3 Stockwerken ausgestellt und spiegeln den Stil von Martin Kremsner wider. Die Kunst begleitet ihn quasi schon sein ganzes Leben. Ich war in etwa 5, als ich irgendwie den Bleistift als Instrument des Ausdrucks für mich entdeckt habe und bin dabei geblieben. Das heißt, es gab schon keine Absenzen dazwischen und das Zeichnen hat mich immer begleitet. Insgesamt ist das bereits die 29. Vernissage in den Stadtwerken Kapfenberg. Allerdings die erste, die Daniel Grill als neuer Geschäftsführer eröffnen durfte. Das Unternehmen freut sich, regionale Künstler unterstützen zu können. Wir sind ein sehr regional verbundenes Unternehmen, deshalb ist es uns auch wichtig, den Künstlern eine regionale Plattform zu geben. Und Kunst passt gut zur Stadtwerke Kapfenberg, denn Kunst ist Veränderung, Kunst ist auch Transformation. Und auch in unserem Umfeld verändert sich immer etwas. Wir sind immer dabei, die Energiewende voranzutreiben und deshalb passt das meines Erachtens sehr gut zur Stadtwerke Kapfenberg. Die Ausstellung kann noch bis April 2024 in den Stadtwerken Kapfenberg besucht werden.